fliegt direkt über so eine Dings da halt. Obwohl ich glaube, dass ich da noch ein größeres Fenster reinbauen sollte. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich genügend Jellurium fördere, weil der Brennstoff wird schon ein bisschen knapp. Was mich jetzt eigentlich wundert, ich habe das Ding auf gelb stehen und ich bekomme kein Jellurium. Ah doch, sind schon drei da, okay. Alles in Ordnung. Jetzt muss ich da ein automatisches Zufuhrsystem einbauen. Jetzt sollte ich das hier an das Lagersystem anschließen. Das heißt, ich muss da mal nach oben bauen. Das wollte ich eh schon lange mal machen. Ich krieg die ganze Zeit nur dieselben Räume. So nervt's mich. Hab sogar auf meiner Schrankwand so einen Mini-Weihnachtsbaum. Mini-Weihnachtsbaum. Süß. Also einen echten oder so eine Nachbildung? Ein Bonsai quasi. Ich sollte jetzt mal nach einem Bienchen schauen. Eigentlich sollte ich jetzt einen Computer neu starten. Aber ich will jetzt nicht neu starten. Es ist gleich 11, da werde ich jetzt sowieso Spiel wechseln, da machen wir zwischendurch mal einen kurzen Neustart. Was ist denn jetzt schon? So, wieder da. Bibi! Bibi! So, die Biene ist perfekt. Biene ist Obst perfekt. Jupp, kann ich die Automatik einschalten? Kann auf Automatikbetrieb laufen. Der Chisel-Mod, welcher Chisel ist es denn? Chisel 2. Okay, das finde ich gerade nicht. Ich finde gerade nur Chisel. Brauchst du für einen Stock einen Eisen? Die Töpfchen sind kleine Geschenke. Oh, süß. Okay. Was soll ich denn jetzt spielen im Anschluss? Oder pfeifen wir mal drauf und spielen weiter Dings. Ich frage mich jetzt echt, ob das Ding noch durchhält, weil, weiß nicht, die Arbeitsspeichermeldung macht mir schon ein bisschen Sorgen. Sollte man angewohnen, vor dem Streamen den Computer einmal neu zu starten. Das bin ich ein bisschen schluderig. Ozu, schon wieder Ozu. Weiter bei Minecraft. Ich mach mal eine Abstimmung. Optionen. Das geht noch hinzu. Das müsste eigentlich reichen. Muss Rufzeichen Vote und dann die Nummer machen. Okay, ich glaube, die Leute meinen tatsächlich Minecraft, na gut. Ja, das ist jetzt mein Handy, das mich daran erinnert, dass es 11 ist. Aua! Aua! Millibuckets, warte mal. Ein Barren ist ein Bucket. Oder? Ich glaube schon. Das heißt, ich verbrauche momentan 0,5 Promille Barren pro Tick. Das heißt, das sind mal 20. Das sind dann 10 Millibuckets pro Tick. Das heißt, ich brauche pro... Ah, das reicht. Okay. Das Ding wird immer noch voller. Jetzt habe ich schon alles laufen. Und das Ding braucht trotzdem noch. Wieder mal. Ich brauche echt mehr Stromverbraucher. Was ist da das eigentlich drin? Du brauchst nicht genug Strom? Ich verbrauche nicht genug Strom, ja.
Ich habe den Mass Fabricator und den Erzbohrer gleichzeitig laufen und ich krieg meine Batterie läuft trotzdem voll. Oh Mann, ich glaube, ich drehe mal ein paar Atomreaktoren ab. Ich produziere echt zu viel Strom. Dario 1 Nater, Lierlöchen. Lachzüge aus dem Sinn. Oh Mann, ich schalte jetzt mal echt mal ein paar Atomreaktoren aus. Schalten wir mal alle aus und schauen mal, was passiert. So. Okay, jetzt geht der Strom. Wieso machst du das nicht mit Scrap und nicht mit Scrapboxen? Weil Scrap mehr bringt. Du kriegst mit einem Scrap kriegst du 8000 oder waren es 4000? 4000 waren es. Und mit einer Scrapbox 40.000. Das heißt. Warte mal. Nein, warte, es waren doch 8000. Du kriegst jedenfalls mit einer Scrapbox kriegst du so viel wie mit 8 Scraps. Das heißt, brauchst du aber 9 Scraps dazu. Das heißt, du schmeißt jedes Mal ein Scrap weg. Es geht besser mit Scrap. Dafür musst du halt mehr leiten. Was ist ein Rider-Ride-Mode? Keine Ahnung. Okay. Da habe ich gerade bekommen. Rider-Ride-Mode und Rider-Stack-Mode. Einen Reaktor dazu. Kann ich mit einem Sattel verbinden? Wieder mehr. Ja, ich schalte mal alle aus. Auch kein Atomreaktor. So, was sagt meine Jellorium-Produktion? Wieder hier drei Jellorium da. Okay, jetzt muss ich da irgendwie eine Rohrleitung runterlegen. Warte mal. Die Itemleitung müsste eigentlich irgendwo hier sein. Ich muss da nur eine Leitung hochlegen. Mhm. Dann werde ich da irgendwo so ein Müsterchen darauf legen und dann da eine Leitung hochbauen. Jetzt nehmen wir das einmal raus. Dann bauen wir zuerst mal die Leitung. Conduits müsste ich ja genügend haben eigentlich. Ich hab mich verlaufen. GG. Da vorne links. Rechts. Ich einen Itemfilter. Also, da unten müsste ich eigentlich einen Itemfilter haben. In welchen der beiden Büchereien muss ich denn jetzt rein? Rein? Immer noch Runic Dungeon? Ich kann nicht. Ich kann Runic Dungeon nicht. Da. Ah, ich hab den Film durchgeführt. Ach, richtig schön jetzt. Die Leitung ist blöderweise genau da. Das ist jetzt doof. Ja, wurscht, dann gehen wir da einen Block hoch. Fahr mal den Kreis ein bisschen, ist ja egal. So. Und auf die Enderium Bolts gebe ich jetzt Auto. Wow, Echo. Was? Auf den Enderium Bolts gebe ich jetzt Auto Repair drauf. Genau. Das war der Mossi, ne? Augenfass. Mhm. Moos. Oh, das kann weg. Jetzt hänge ich die Leitung an. Dann müsste der mir eigentlich in das Jellorium automatisch da reinschieben. Oh, oh, das ist jetzt ganz leicht herzustellen. 15 drin. Wasser und Weizen. Und 18 drin. Perfekt, funktioniert. Oder wenn trennen? Du noch Mooss-Stein hast, geht's auch damit. Das, so stellt man ja Mooss-Stein her. Mhm. Ah. Mit Wasser und Weizen. Gut, das tun wir das da wieder zubasteln. Oder schaffe ich es noch, dass ich die Itemleitung da umlege? Dass ich da nicht im Kreis fahre, das ist ja doof. Schön viel Eisen aus dem Runic Dungeon geholt. Dann gehen wir da rüber, warte mal. Brauche ich aber eine zusätzliche Stromleitung. Wo noch eine Stromleitung? Ne. Nehmen wir gleich alle mit. Timo Clay, Hallihallöchen, schönen Abend. So. Dann gehen wir da rüber. Und da rüber. Stromverbindung. Ah, da habe ich mal Cobblestone. So, und jetzt kann ich die unteren abhängen. Stromschlüssel.
Blödsinn. Moment, jetzt habe ich da zu viel abgehängt. Der gehört ja natürlich noch da. Wo ist denn die Stromleitung gekillt? Die habe ich da auch gekillt. Was ist das jetzt? Ja. Danke fürs Follow. Team Klei, dankeschön. Und da sind wir jetzt da schon drunter, dann machen wir das jetzt zu. Okay, jetzt brauche ich da nur noch so ein Säulchen reinbauen. Das werde ich aus Laboratory Blocks machen, die sehen hübsch aus. Okay, jetzt müsste eigentlich das Hylorium automatisch runtergehen und das Cyanid automatisch hoch. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, wenn da was dazukommt. Macht nichts. Das Ding wird mit Cyanid wahrscheinlich volllaufen. Jetzt könnte ich eigentlich schon Plutonium daraus machen, oder? Brauche ich aber nicht, oder? Ich kriege mehr als genug. Cyanid, willst du dich umbringen? Nicht, ja, nicht das Cyanid. Das heißt Cyanid, was soll ich tun? Die Kiste brauchen wir nicht mehr. Irgendwo habe ich noch Laboratory Blocks, oder? Warte mal. Ich hatte doch noch welche, oder? Irgendwie nicht. Ich habe doch für die Reaktorverkleidung sind mir noch welche übergeblieben. Was soll ich die schon wegbringen? Ich spiele Fita bis Infinity Evolved im Expert-Modus. Ich bin jetzt gerade total gehypt, weil ich jetzt endlich die Turbine habe. So. Das packen wir wieder weg. Mr. Ray, Hallöchen. Wie viel brauche ich denn da jetzt? Ist das genug da? Ich glaube, ich setze es eher noch einen hoch. So. Jetzt brauche ich ein paar Fassaden. Laboratory. Nicht Ed. Blöd. Oder? Was könnte man denn sonst noch nehmen? Ich könnte natürlich wieder die Blöcke nehmen, aber die habe ich da schon überall benutzt. Warum so schön angezogen? Euretwegen. Oder ich mache das, warte mal, ich habe doch noch ein Casing. Machen wir das mit dem Reaktor-Casing. Das müsste doch funktionieren, oder? Wie passt das dazu? Fassadenblöcke? Habe ich noch Fassaden? Drei. Wahnsinnige drei Fassaden. Schauen wir mal, ob das überhaupt geht. Es geht. Okay. Schauen wir gleich, wie es ausschaut. Cool eigentlich. Nö. Mich interessiert absolut nichts an Fußball. Ich bin weder Rapid-Fan, noch bin ich Admira-Fan, also der Fußball geht mir am Popo vorbei. Ja, komm her. Gib mir ein paar Fassaden. Wahrscheinlich werde ich hier zwei brauchen oder so, oder? Wie viel brauchen wir denn? Ziehen wir mal ab. Ich möchte nicht wieder welche drum liegen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brauche ich noch. Auf der Glaswand oder so. Naja, das Problem ist, dann sieht man die Leitungen wieder. Weil sobald der Block transparent ist, sieht man die Leitung. Und die möchte ich eben nicht sehen. Deswegen mache ich eine Fassade drumherum, damit man die Leitung nicht sieht. Jeden Glas, das du nimmst, sieht man die Leitung innen. Schaut irgendwie doof aus, oder? Irgendwie schon. Gefällt mir nicht. Was könnte ich noch nehmen? Ich habe mir so eine Salbe auf der Apotheke, sie wollte meinen Nacken. Statt entfernen brennt sie scheiße, okay. Naja.
Ja, ist eigentlich egal. Die Dia-Blöcke verbraucht man ja nicht. Ich kann das Ding ja bauen, wie ich will. Es soll halt nur nicht hässlich aussehen. Ich könnte eigentlich Dia-Blöcke nehmen, aber die schauen auch nicht besser aus. Ich frag mich gerade, woher die 20 Zombies hier kommen. Ich glaube, ich probiere doch mal Laboratory Blocks. Wie gingen die? Stein mit Quarz. Okay, bauen wir die mal wieder ab. Also haben wir nur wenig getrennt. Ne? Wie viel Yellorium haben wir denn zwischendrin? Wird mehr, sehr gut. Ich bin Bauingenieur für Eisenbahnwesen. Ich mache Planungen und Gutachten. Nein, keine Gutachten mehr. Ich muss den Satz echt ändern. Nur noch Planungen für Bahnstrecken und Bahnhöfe. Ich habe jetzt die Firma gewechselt und die macht nur noch Planungen, die macht keine Gutachten mehr. Doch auch gut. Jo. Weniger Arbeit. Sozusagen. Eigentlich brauche ich wieder einen. Das jetzt nicht unbedingt, aber. Die Arbeitsbedingungen sind besser. Also, brauchen wir einen mit Dots und die dann machen wir. Die sehen eigentlich auch hübsch aus. Machen wir da jetzt mal. Das ist nur noch 10 FPS. 2 einmal so. Jetzt muss ich das ausprobieren. Warte mal. Ich habe jetzt alle umgedreht. Ne, ich bin ein Idiot. Brauche ich ja so. Die sollten sich ja eigentlich. Kann ich jetzt nicht mal ausprobieren. Die sollten sich ja verbinden. Genau. Die Farbe blau beruhigt, bevor der Reaktor in die Luft fliegt. Das ist gut. Probieren wir es mal so. Ich kann mir vielleicht noch ein paar Mal umfärben, bis ich die richtigen Blöcke gefunden habe. Es wird, glaube ich, mal eine Zeit, dass ich einen Alloy-Smelter baue. Der ist schon wichtig, ja. Dafür brauche ich 2 Electric Furnace und einen Induction Furnace. Hä, warum verbindet sich das so nicht? Okay. Wo haben wir da nochmal so eine. Flugzeug, cool! Flugzeugmechaniker, das ist auch geil. 1, 2, 3, 4 fehlen noch. Warum fehlen mir noch 4, wenn ich nur noch 3 Fassaden habe? Hä? Wo bin ich jetzt eine verkackt? Das wäre gar nicht so toll, ist, oder? Ich kann jetzt auch einen Induction Smelter herstellen, was ich schon brauche. Gehen wir mal doch lieber die blauen aus. 199 Hassan, Hallierlöchen! Probieren wir mal doch lieber die blauen aus. Da gibt's doch auch blaue mit Dings drauf, oder? Genau. Ich glaube, die sind noch hübscher. Dann machen wir 3 mit Panel. Und den Rest. Mit ohne Pendel. Ja, mit ganz viel ohne Schwarz. Ohne Schaf. Danke für den Follow, Hassan. Schaut immer noch hässlich aus. Verdammt! Okay, das schaut voll hässlich aus. Wie kann ich das noch machen? Ich könnte natürlich so wief drauf sein und die Rohstoffzufuhr von unten machen, dann sieht man das gar nicht mehr. Das wäre irgendwie besser. Dann müsste ich die Ports da jetzt umstellen und den Reaktor nochmal stoppen. Was jetzt nicht weiter wild wäre. Habe ich da schon eine Leitung unten? Ich habe eine Leitung bis daher, oder? Weil das ein anderes Netz ist.
Leitenlover, danke für den Follow. Moment mal, da drüben habe ich doch auch eine Leitung. Dann kann ich doch von der runtergehen und... Was ist eigentlich mein Problem? Mein Problem ist, dass die dieselbe Leitung haben. Dann müsste ich die jetzt abhängen, dann kann ich aber das wieder weggeben. Okay. Ich habe gerade ein bisschen Gehirnkrampf. Das heißt, ich müsste da zwei getrennte Leitungen machen. Die Leitung muss eine andere werden als die Leitung. Okay, bauen wir mal, holen wir mal Item Conduits und schauen wir uns das an. Ich kann mir kein Herz, keine Liste herstellen mit den Necrotic Bones. Weil Anzüge awesome sind! Findest du wirklich, dass das besser ist? Was? Was ist besser? Wie, was ist besser? Ne, ist nicht besser. Sieht hässlich aus. Weiß ich eh. Ich werde das komplett anders machen. Ich werde die Rohstoffzufuhr von unten bauen, dass ich da gar nichts brauche. Ich lasse das Ding jetzt mal... Ich mache jetzt mal die Leitungen dorthin. Ich habe ja da schon eine Leitung nach unten. Die geht ja runter zum Atomreaktor. Der führt mir das Uran nach unten. Ich muss nur... die Leitungen trennen, weil da der Kokofen und der Stahlofen, die brauchen eine getrennte Leitung, weil ich sonst keine Farben mehr habe. Das heißt, die Zufuhr... Die Zufuhr vom Ofen muss eine andere Leitung haben. Welche Leitung ist denn das? Oh Mann. Das ist das Problem, wenn das schon so lange her ist, dass man das gebaut hat, weiß man nicht mehr, wo man überall Leitungen in den Wänden hat. Einmal. Ich muss das mal ausbuddeln. Na. Das ist ja eigentlich diese Leitung hier. Die kann ja genauso bleiben. Wohne zwar in Graz, aber mache die Ausbildung in Wien. Gibt's nicht in Graz auch Flugzeugmechaniker? Okay. Oh, wo man halt will. So, wo geht's denn da? Da geht's zum Stahlofen. Hast du einen Beruf und wenn ja, also ich bin Bauingenieur für Eisenbahnwesen. Sechs, dass ich so... Was? Sechs? Wie sechs? Ich glaube nicht, dass das sechs heißen sollte. Okay, warte mal. Eigentlich brauche ich ja nur diese Itemleitung, um die hier herumlegen, oder? Weil das die Ausfuhr habe ich doch eh von da. Die geht hier rüber. Kein Problem, frag ruhig, dafür bin ich ja hier. Ja, wie gesagt, ich bin Bauingenieur. Und bevor die nächste Frage kommt, nee, im Büro trage ich keinen Anzug. Mache ich nur fürs Streamen. So. Dann hängen wir da mal das Kabel um. Dann brauche ich nämlich nicht mal diese Kiste mehr. Und das Fass hier brauche ich auch nicht mehr. Oh Mann. Warte mal, das war der... Das war der Output von der Kiste. Das heißt, wenn ich jetzt die Leitung hier umlege... Reicht ja eigentlich, wenn ich da genau... so herumfahre. Macht aber gleich lieber mehr Abstand, dann stört er nicht. Dann fahren wir gleich da weiter, weil das ist das erste. Nein, das ist der erste, der anschließen muss. Und mal den Schrobenschließel. So. Warte mal, da brauche ich noch. Da brauche ich ihn, oder? Da brauche ich ja keine Itemleitung. Oder brauche ich die Stromleitung? Dann lassen wir das hier. Das gehen wir weg. Die Stromleitung kann dann da bleiben. Gehen wir mal da die Kiste weg. Die Kiste und das Fass kann weg. So. Kannst du auch ein Cover machen? Braucht man nicht, du kannst die Leitungen mit dem Schraubenschlüssel trennen. So, das brauche ich, das muss weg und das muss weg. Kann ich eigentlich gleich noch darüber legen, oder? Machen wir es gleich so, dann spare ich ein Kabel. Das habe ich ja doof. Achso, das habe ich so gelegt. Ich verstehe. Was war dein Zuschauerrekord? Ich glaube mal 47. Dann machen wir das so. And his name is John C. 88 Hallöchen. Auf Braun. So.
Bauen wir das so wieder zu. So. Immer darüber. Ich mauere mich gerade ein, oder? Ich glaube schon. Aber mal. Oh Mann. Ne, komm noch raus. Warum so schick angezogen? Die meisten Streamer sehen normal aus, aber du, hm? Wie normal? Ich bin auch normal. Und total awesome, weil mit Anzug! Juhu! Eine Seltenheit. Jetzt legen wir das Stromkabel noch um und dann sollten wir es eigentlich haben. Oh. Gerade genug Stromkabel dabei. So. Das Stromkabel ist ja eh nur für den Stahlofen da. Okay, und jetzt hängen wir das hier noch an. So, das ist verbunden, das ist verbunden, das ist verbunden. Und jetzt habe ich mich eingemauert. Okay. Ist okay. Mal wieder rausprügeln. So. Ich bin dann 90. Abonnent, der GZ. 90 Abonnenten? Echt jetzt? Wann ist denn das passiert? Das letzte Mal, dass ich geschaut habe, hatte ich, weiß nicht, so 40 oder was. Jetzt auf einmal bin ich bei 90? Wie ist denn das gegangen? Hey, bitte was? Hey, Milti, hast du mittlerweile die Bienen. Was? Die Bienen fertig bekommen? Nö, noch nicht. Oh mein Gott. Hör auf so zu schreiben, das ist echt verwirrend. Buchstaben zwar in der richtigen Reihenfolge, aber die Leerzeichen hat er vertauscht. Das ist echt hart zum Lesen. Mit den Bienen ist man nie richtig fertig. Es gibt immer noch mehr Bienen zu kreuzen. So. Die Rohrleitung läuft runter. Man ist erst fertig, wenn man von wirklich jeder Biene so 50 Stück hat. Oh ja. Okay, so. Machen wir mal einen Test. Da kann man ja eine riesen Bienenplantage machen. Da noch ein bisschen Stein hin. Was? Es gibt's noch. Neben Solarium gibt's noch Dark Solarium. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da Uran rausnehme, da habe ich jetzt 1,64 drin, müsste das da wieder ankommen. Yes, kommt wieder an. Züchtet ihr noch absolut mega Biene wieder? Genau. Nee. Ich stream normalerweise bis Mitternacht bzw. 1 Uhr morgens, irgendwie sowas dazwischen. Eigentlich schon mein nächstes Chat. Ah, ich weiß, warum ich so wenig Strom verbraucht habe. Ich habe da hinten das Kabel getrennt. Deswegen. Okay. So. Fangt er erst wieder an zum Kobel produzieren. Deswegen habe ich die ganze Zeit so wenig Strom verbraucht. Hast du morgen nichts? Doch, klar. Ich schlafe so 4-5 Stunden am Tag, das reicht. Ah, deswegen habe ich so wenig Strom verbraucht, weil die Recycler nicht an waren. Ach so. Jetzt funktioniert alles wieder. Ja, yeah, jetzt läuft er wieder. Und wie schauen wir jetzt mit dem Stromverbrauch aus? Ich produziere immer noch ein bisschen mehr. Aber gut, das reicht. Du hast hier jetzt gerade so genug. Nö, nö. Es geht immer noch. Wird immer noch mehr. Ich stehe so normalerweise um 5:30 auf. Damit ich dann um 7 im Büro bin. Okay, kein Wunder, dass da nichts weitergegangen ist. Ja, ich hatte die Rohrleitung vorher abgetrennt, weil ich da Bruchstein gebraucht habe. Okay, das heißt, die Rohrleitung ist verbunden, dann kann ich jetzt da eine Itemleitung rüberziehen. Muss allerdings dran denken, dass ich da ja die Turbine habe. Eine Itemleitung habe ich jetzt eh noch genug. So.
Routen brennt. GG. Okay, so, ich komme da mit der Leitung an. Und die kann ich jetzt eigentlich genau da gerade rüberziehen. Ich muss jetzt schauen. Da müsste eigentlich irgendwo genau zentrisch. Fehlt dir noch. Müsste jetzt noch ungefähr so 30 Iridium fehlen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sollte ich bald haben. Warte mal, jetzt mal schauen, wo der Reaktor ist. Da ist der Reaktor. Und da jetzt nach oben. Da müsste ich jetzt irgendwo auf die Wasserleitung stoßen. Da ist sie doch. Ich muss da nämlich unter der zukünftigen Turbine unten durch. Und die kommt ja da die nächste rein. Das heißt, ich muss die da unterfahren. Und das bedeutet, ich werde den Tank hier versetzen. Warte mal. Dann benutze ich... Achso, kann ich gar nicht. Aha. Dann machen wir das da einfach seitlich hin. And his name is John C. Dann fahren wir mit dem Wasser da rein und dann kann ich da die Rohstoffzufuhr machen. Machen wir es so einfach da runter. Und darüber. Wie wird man bei dem Mod, indem man nicht danach fragt? Wenn du immer da bist, immer freundlich bist, immer lieb mit den Leuten redest und ich dann irgendwann mal in die Situation komme, dass ich tatsächlich mal wieder einen Mod brauche, dann werde ich mir da einen von meinen Zusehern auspicken. Frag mich, warum ich gerade nur noch 20 FPS hier habe. Ich habe noch nicht mal irgendwas Leistungsmäßiges, was laufen hier. So, dann nehmen wir mal die Leitung da runter. Oh man, das läuft jetzt ganz schön im Kreis, aber ist egal. Darf ich nichts durchbauen, weil da ist ja da. Oh, da, die Leitung darf durchgehen. Die Leitung ist ja egal. Die Leitung zählt nicht als solider Block. Da ist nämlich der Aufzug für den Dings oder Bumster da. Da Bumster da? Ja. Kennst du das nicht? Das ein ganz normales Wort. Oh, es gibt ein paar Modpacks schon für die 1.10. Da machen wir da eine Verbindung. Wie gehen wir da wieder rein? Okay. Warum bist du hier mit Anzug und Krawatte um 23:30 Uhr nachts? Bist du Versicherungsvertreter? Nö. Aber Anzüge sind awesome! Juhu! Hast du eine Idee, wie ich meinen Rücken... Was? Wie ich die Rücken kühlen kann? Es brennt. Leg dich in die Badewanne? Hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. So. Frage wäre mal, warum es brennt. Ja, er hatte solche Rückenschmerzen, dann ist er zum Arzt gegangen, der hat ihm eine Salbe gegeben und die brennt jetzt irgendwie mehr als sie hilft. Direwolf gibt es ja, auch für die 1.10. Mit ich weiß, abwaschen. Ich kann nicht gewinnen, ist okay. Ja, mit 1. Verdammt, das muss ich auch zubauen. Wieder vergessen. Wo ist der Aufzugsschacht? Da ist der Aufzug. Ne, warte mal. Milti? Jo. Ich weiß jetzt, wie man bei 1.10 ein Tinker Construct levelt. Ja, du brauchst einen Schleifstein. Ne, brauchst du nicht. Doch, damit kannst du aufs nächste Level. Bis jetzt. Ja, das hat nichts mit Leveln zu tun. Das ist ja einfach die, der Abbau-Level. Ja, aber XP-Level ist das Ding so. Das heißt, ich habe ja schon 1.10 Effekt gespielt. Diese Schleifsteine finde ich cool, weil du kannst, dann brauchst dann quasi keinen Diamanten mehr drauf geben, um den nächsten Abbau-Level zu haben. Du brauchst das einfach Ding mal hochschleifen und dann kannst du das Ding abbauen. Das ist nicht cool eigentlich. Ich habe mich schon wieder eingemauert. Mist.
Nee, immer noch eingemauert. Lass mich raus. Dann. Jetzt muss ich dann noch irgendwie darüber. Oh, da ist schon die Turbine. Dann könnte ich diese Seite jetzt eigentlich noch verkleiden, oder? Eigentlich schon. Verkleiden, haben wir schon wieder Fasching? Nö. So. Genau, Kalker, mit dem einen Ding, sie hat gewonnen. Oh mein Gott. Episch. So, und jetzt kann ich die Brennstoffleitung versetzen. So, bitte Hörnchen, sei kein Troll. Wie viel Jelorium ist da jetzt schon drin? 26. Okay, jetzt muss ich als erstes den Reaktor abschalten. Deactivate Reactor. Ha, mir fällt gerade auf, dass ich jetzt ein Problem habe, oder? Warte mal. Warte mal, kann ich das mit dem Zauberstab machen? Das wäre cool. Dann brauche ich das nicht. Brauche ich keine Angst haben, dass mir das ins Kryotheum fällt. Nee, geht leider nicht. Wie mache ich das jetzt? Ich könnte jetzt erstmal den Kontrollstab wegreißen. Also die waren auf 70, die waren auf 70, okay. Glück gehabt. Das Enderb, gehen wir das mal alles weg. Ich brauche jetzt Platz in der Tasche. Okay. Reactor Casing drauf. Und den Control Rod wieder her. Da machen wir es genau gleich. Okay. Casing habe ich jetzt keins mehr. So, und jetzt muss ich das da unten reinbauen. Das wird jetzt schwieriger, weil das muss ich jetzt da abbauen. Während mir gleich das Kryotheum noch entgegenkommt. Warte mal, das kann man doch mit Rechtsklick reinbauen, oder? Yes, okay. Die zwei Casings haben wir jetzt für oben. Control Rod und Casing. And his name is John C. Booming. Achso, das war mich schon schockiert. So, das ist ein Output. Das ist ein Input, aber warum ist der Dings noch nicht zusammengesetzt? Irgendwo fehlt mir noch der Control Rod. Der Control Rod fehlt noch. Ah, ich habe da den falschen reingebaut. Okay. Nö, sind nicht weg. Jetzt ist er wieder zusammen. Und du kannst wieder laufen. So, was sagt die Turbine? Die Turbine wird jetzt abgebremst haben, oder? Ja, muss ich die Coils wieder trennen, oder? Ne, lass mal laufen. Bauen wir mal unten das Ding fertig. Mal im Bett. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht. So, das ist ein Insert von Schwarz mit Jelorium. Da geht nur Jelorium rein. Warte mal. Leg den Kühlschrank drauf. Ich bin dann auch mal ich lese das jetzt nicht. YouTube-Videos. Jo. Ich lese das jetzt nicht, weil das kriege ich Kopfschmerzen dabei. Du machst Extract auf Schwarz. Ja, ich habe ich gehört. Okay, ich habe gedacht, hätte ich mich jetzt nicht verstanden. Nee. User disconnected from your channel. Diese Verbindungen, die trennen wir dann noch.
Ist zwar egal, schaut aber komisch aus. Loco ist schon weg. Kann ich nichts mehr ausrichten. So. Sind schon wieder 4 Ilorium drin. Coole Sache. Jetzt müssten 30 drin sein. Nice! Okay. Hätten wir. Kann ich die Turbine da noch hübscher kleiden, wenn ich mag? Machen wir mal den Deckel drauf. Das heißt, das kann jetzt wieder weg. Jetzt ist die Frage, da wird jetzt wahrscheinlich immer Schnee liegen. Soll ich da vielleicht noch Glas draus machen? Was könnte ich noch machen? Reaktorglasblöcke draus machen. Wasserverbindung in die Stromkabel, also eigentlich würde ich mal sagen, Half-Life 3 confirmed. Ciao, Mr. Ray, schön, dass du da warst. Das heißt, ich brauchte jetzt wieder den einen Glowstone, den ich da damals weggeschlagen habe. Ja, danke schön, freut mich. Eine Glowstone. Nee, dass man das nicht mit E zumachen kann, da falle ich jedes Mal drauf rein. So, und diese hier. Haben wir noch genug Stein zum? Nö, habe ich nicht. Glascover drauf und passt. Glascover? Worauf? So. Diese Kabel trennen wir jetzt. Okay, machen wir das wieder zu. Und das Ding ist wunderschön. Oh, mein lieber Peter. So, kennt noch jemand diesen Film? Der war fürchterlich und irgendwie komme ich immer auf diese Textzeile zurück. Na cool. Das Problem, ich brauche immer diese Nippelchen, weil da sonst der Schnee drauf liegt, wegen dem blöden Kryotherum. Ich muss noch irgendwas überlegen, was ich da hingeben kann, dass man es nicht sieht. Warte mal, Glaskabel. Naja, dann kann ich den Controller nicht mehr anklicken. Wow! Moment. Auf 70%, das habe ich wieder vergessen. Control Rods. Kann eh nicht passieren, wenn das zu hoch ist, aber ich verschwende halt jede Menge Brennstoff. Cool schaut das aus jetzt. Was sagt die Turbine? Beschleunigt noch. Ich könnte jetzt mal kurz die Coils wieder weggeben, dass das ein bisschen schneller beschleunigt eigentlich. Nein, es beschleunigt schon schneller, wenn man das weggibt. Der explodiert nicht. Du kannst da machen, was du willst, der explodiert nicht. Sollte zumindest nicht. Möglicherweise kann die Turbine explodieren. May cause a turbine to fail catastrophically. Also über 2000 RPM sollte man nicht nehmen. Naja, dafür habe ich ja diesen kleinen bunten Würfelchen, habe ich da oben drauf gegeben, auf den meisten Blöcken. Womit dann alles okay, Sirene. Na komm. Na, zu spät. Alles okay. Ein bisschen langsamer werden kann. So, Stromversorgung läuft. Genau, auf den zwei Blöcken habe ich jetzt Schnee drauf. Irgendwas ist, da habe ich diese kleinen Nippelchen hingegeben, die verhindern, dass das Schnee spawnt und man kann es trotzdem noch anklicken, aber schaut halt doof aus. Was kann ich denn noch hingeben? Kann man Luftblöcke warden? Das eine, was geht, ist, wenn ich nicht die Reaktorblöcke da aus Glas mache, dann liegt da auch kein Schnee, weil auf Glas bleibt auch kein Schnee liegen. Aber dann bleibt halt nur noch der Controller. Könnte da einfach irgendeinen hübschen bunten Block drumlegen, zum Beispiel Glowstone Strips oder so. Was habe ich da genommen? Da habe ich eh gefärbten Glowstone habe ich da genommen. Okay. So, ich habe da jetzt keine Meter, eine dünne Platte und dann umliegen noch so ein Mini-Rand. Naja, Platte geht da eben nicht wegen am Controller. Wenn ich da eine Platte drauf mache, kann ich den Controller nicht mehr anklicken. Das ist das Problem dabei. Ich hätte gesagt, ich mache einfach da irgendein Kastel drumherum, aber woraus, dass es nicht doof aussieht.
Sind wir jetzt auf 70 und die hinteren auf 80, oder? Ja, das geht sich gerade aus. Wasser haben wir genug, Dampf haben wir genug. Probieren wir es nochmal aus. Wenn ich den nochmal auf 80 gebe, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder zu wenig Dampf produzieren, oder? Nö, irgendwie nicht. Na, dann kann ich den Control Rod nicht anklicken. Den muss ich auch anklicken können. Temperatur geht immer noch runter, aber ich produziere genügend Dampf eigentlich. Wieso funktioniert das jetzt? Das hat doch zuerst nicht funktioniert. Bisschen eigenartig jetzt. Echt das? Habe ich da 80? Da 70? 2 auf 70, 3 auf 80. Scheint zu funktionieren. Jetzt gehen wir nochmal, gehen wir einen dritten auf 80. Ja, jetzt reicht's nicht mehr. 70. Komm, hoch, hoch, hoch! Na, gehen wir jetzt doch wieder. Machen wir es so. Okay, ich habe ja genug Brennstoff, ist ja nicht so tragisch. Okay, jetzt wird es wieder mehr. Passt! Oldisian wieder da? Ja. Okay. Es reicht, wenn ich da eine Linie drumherum ziehe. Ich weiß nur nicht, woraus ich die machen soll. Irgendwas, was hübsch aussieht. Ich glaube, die Kante gefällt mir nämlich. Wieder Lapisblöcke. Ich glaube, ich werde wieder Lapisblöcke nehmen. Ist zwar dann, man sieht von den Blaudern genau nichts, sondern nur diesen einen Rand müsste man sehen. Nehmen wir mal einen Lapisblock und tun wir den ein bisschen umschisseln. Und zersägen. Ne, das ist die Säge. Ups, ups, ups. Aha, da sieht man doch ein bisschen blau noch. Ja, das ist doof. Dann nicht Lapis. Könnte man noch nehmen. Kann man ein Reactor Casing zerschneiden? Nö, schade. Blei oder Stahl? Ja, das Problem ist, ich möchte nichts, was bei dem man sieht, dass es ein Block ist, weil dann habe ich eben diese Kanten da im Block drin. Das wird blöd ausschauen. Entweder muss es etwas extrem gemustertes sein oder etwas gar nicht gemustertes. Concrete. Also wenn es nur so ein Dings mit einer Umrandung ist, schaut das blöd aus. Ein Enderium-Block. Ich könnte einfach Glas nehmen, oder? Das könnte eigentlich gehen. Das habe ich auch gerade verwendet. Wenn ich dasselbe Glas nehme, wie ich es auf den Laufstegen benutzt habe. Oder nehmen wir überhaupt das hier? Nehmen wir das mal. Ich brauche 4 hiervon und 4 davon. Okay, probieren wir das mal aus. Jo, ich glaube, das ist gut. Jetzt muss ich die da nur weghauen, ohne dass ich den Reaktor ruiniere.
Da. Ja, das schaut gut aus. Und es erledigt seinen Zweck. Perfetto! Jetzt halt passt. Was sagt die Batterie dazu? Oh ne, ich komme da nicht mehr runter. Mist. Da ist zu viel Block dazwischen. Sag jetzt nicht, das war... Ah, diese Leitung. Diese Leitung ist ihm zu viel. Tja, jetzt habe ich es gelesen. Geht sich das aus? Ja, das geht. Okay. And his name is John C. Cool. Ich glaube, ich hab's. Ich hab den Erzbohrer permanent am Laufen. Ich hab den Materiegenerator am Laufen. Das heißt, sobald ich das Iridium zusammen hab, kann ich das ME-System bauen. Mehr als genug Strom. Naja, vor allem, der ist noch lange nicht fertig. Ich möchte noch 3 Turbinen bauen. Das heißt, ich krieg nochmal die 4-fache Strommenge raus. Ich werde jetzt einmal das ME-System bauen. Wenn ich das ME-System habe, baue ich mal noch 4 Bohrer mehr und noch 3 Turbinen mehr. Fehlt nur noch ein alles okay, Sirene. Ja, genau. Gut. Dann können wir jetzt schauen, dass wir ein bisschen zusammenräumen. Die ganzen Fassaden muss ich wieder umfärben. Gehen wir mal die Conduits weg. Warte mal, ich müsste da unten noch die Reste von diesem gemeißelten Glowstone-Ding haben. Dann kann ich die wieder zurückmeißeln. Da habe ich auch noch Microblocks. So. Die habe ich mir aufgehoben damals, wie ich das gebaut habe. Kann ich jetzt wieder zurückmeißeln, haben wir nochmal 4 Glowstone. Ist jetzt nicht die Welt, aber bevor ich es wegwerf. Ich kann es nicht glauben, dass ich endlich die Turbine habe. Oh, herrlich. Ich lasse mir meine Feuermelde zu Hause mal umbauen, den Backofen, Timer auch, den Wecker auch, alles auf genialem Prinzip. Alles okay, Wecker. Das heißt, der Wecker läutet die ganze Nacht hindurch, nur wenn du dann aufstehen musst, dann geht er aus quasi, oder wie? Ich bin neugierig, wie das funktionieren würde. So, das Glas schmeiße ich jetzt aber weg. Das gehen wir weg. Die Laborblöcke tun wir umständlich aufschieben. Das geht aus. Genau, sag ich doch. Irgendwie fehlt noch einer. Wo habe ich denn einen Laborblock gelassen? Um ihn nochmal auf die Zaus geschickt. Natürlich mit Schlummerfunktion, wo man den Offline wieder klicken lassen kann. Oh mein Gott. Also nicht daran. Oh Mann. Ja, alles okay, Klingel. Du bist irre. Ich muss die jetzt mal auf Steine umfärben oder so. Ja.
Alles okay, Sirenen für Einsatzfahrzeuge. Das würde dann ja bedeuten, wenn sie tatsächlich im Einsatz sind, machen sie die Sirene aus. Und die Sirene ist nur an, solange sie in der Garage stehen. Das könnte, glaube ich, extrem verwirrend sein. Das gerade total surreal daran zu denken, dass das ME-System in greifbarer Nähe ist. Ich kann es schon direkt schmecken. Lag das mal dem Chef. Oh mein Gott. Nicht! Eichhörnchen! Eichhörnchen! Schön brav bleiben. Das heißt, ich könnte mir jetzt ja eigentlich einen Zugang zu dem unteren Raum bauen, wenn ich da oben dem Kabel folge. Lass mal da den Zugang einfach. Sei du doch der Erste. Ich müsste nur das patentieren lassen, quasi, oder wie? Vielleicht jetzt direkt auf der Reaktoroberfläche, oder? Halt nur mit Jetpack rein, macht aber nichts. Die Rechte für die alles okay Serie kannst du gerne für 200.000 Dingsies haben. Jetzt hat man da so quasi einen Blick in die Turbine hinein. Das ist doch nice. Hat man dann überhaupt einen Blick in alle Turbinen? Das könnte man doch sicher noch hübscher machen. Machen wir da mal einen Stein draus einfach. Kupfer wieder. Ich finde es gerade krass, dass dieser eine Endertank das komplett versorgen kann. Okay, das macht das sicherlich reichlich Kohle damit. Da alles okay, Sirene? Ich weiß ja nichts. Oh, jetzt hat er eine Rohrleitung gekillt. Schon weit, schon da bleiben. Ups. Oh, da eine Fassade draus aus dem, oder? Das schaut das hübsch aus. Nee, lass mal das weg. Breiter machen noch. Aus, lass mal so. Okay, noch eine Fassade, dann haben wir es. Auch die Batterie, die wird voller. Wird voller, ja. Eine Fassade. Das bitte.
Naja, so wahnsinnig viel Zeug produziere ich da nicht. Wird's mehr oder wird's weniger? Ich glaube, es wird gerade mehr. Okay. Ah ja, stimmt, ich habe da ein paar Upgrades rausgebaut, damit ich das für die Metalformer habe. Deswegen geht das jetzt immer so schnell. Was machst du in deinem Beruf genau? Naja, wenn zum Beispiel die ÖBB, jetzt ein Blüchen Anke, die ÖBB ist momentan dabei, viele... Ich mache Loopings in Schienennetze, genau. Also die österreichischen Bundesbahnen bauen viele Bahnhöfe um. Jetzt haben wir zum Beispiel letztens, jetzt wird in Wien ein neues Krankenhaus gebaut, das sich zum bauingenieurischen Albtraum entwickelt, so in Richtung Berliner Flughafen. Und da wurde die Schnellbahnstation, die daneben ist, umgebaut, damit die barrierefrei ist und so weiter. Und da habe ich die Planung gemacht zum Beispiel. Also ich habe einen Bahnhof umgebaut letztens einmal. Also ich sitze eigentlich meiste Zeit vom Rechner, AutoCAD und zeichne. Und ich finde es dann halt immer wieder cool, wenn du die ganze Zeit dann nur am Bildschirm irgendwie rumklickst und dann aber irgendwann einmal gehst du raus in die Welt, stehst auf einem Bahnhof und du weißt, der Bahnhof ist genau so deswegen nur, weil du vor einem halben Jahr oder was diese Linie so gezeichnet hast. Das finde ich irgendwie cool. Das ist irgendwie so greifbar dann. Ja, gut, das war Promonimum. Ne, Bidijin, heute waren wir ganz schön produktiv. Wo ist mein Schraubenschlüssel da? Also, okay, ich bin nur blind. Coole Sache. Jetzt könnte ich mir über zusätzliche Stromverbraucher Gedanken machen. Das war jetzt das falsche Ding. Essenz gehört da rein. Das Herzchen gehört da rein, oder? Nein, da oben. Da geht's rein. Dann wird das ja Jelorium-Vorrat mehr oder nicht? Schauen wir mal. Ja, wird mehr. Ich produziere mehr Jelorium, als ich verbrauche. Sehr schön. Das heißt, jetzt kriege ich jede Menge Gold raus, weil Gold kriegt man auch bei Gelb. Jetzt könnte ich eigentlich offstream ein bisschen die Welt da laufen lassen, damit man das Iridium produziert. Dann könnte ich beim nächsten Stream quasi direkt das ME-System bauen. Schauen wir mal nach den Bienen. Die Biene müsste eigentlich schon im Automatikbetrieb jede Menge Drohnen produziert haben, oder? And his name is John C. Kannst die erste Kalendersee. Dann Mahlzeit. Die erste Kalendertür wird geöffnet. Müsste ich jetzt nicht auch Bernstein jede Menge bekommen? Bernstein, okay. Was haben wir denn jetzt an Enderperlen? 181, okay. Ich habe schon wieder den Bilasilisierer mitgenommen. Bleibst schön da. Da noch was drin? Ne, die ist leer. Okay, und die anderen beiden sind auf Automatikmodus. Ja, yep. Okay. So. Ah, den Stabfokus wollte ich bauen und die Verzauberungsbücher. Ich kann mich irgendwie nicht satt sehen an dem Ding. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Fenster reinbauen sollen. Sieht ein bisschen wenig.
Ob ich nicht noch da die soliden Dinger da rausnehme, oder muss ich halt die Turbine wieder stoppen dafür? Cool ist es. Die Drehzahl ist perfekt. Okay. Da die bei Smarties nur noch natürlich Lebensmittelfarbe benutzen, diese Blastern esse ich eigentlich nur noch M&M's. Ich glaube, ich habe beide schon ewig nicht mehr gegessen. Ja, ist aber lecker eigentlich. Soll ich mal noch den Stabfokus machen? Also packt was du nicht, wenn du nichts von deiner Ich habe die Turbine abgehakt. Das war ein Riesenpunkt, hey. Machen wir noch den Stabfokus? Machen wir noch den Stabfokus. Wie heißt das? Warding. Warding. Den Laserstern habe ich ja schon. Quarz, Quecksilber, Titan. Die Gläser müsste ich eigentlich auch alle haben. Moderat. Quarz, Erdscherben, Ordoscherben, Quecksilber. Machen wir noch den Stabfokus, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Gewiegesilber. Den Opferaltar gibt es schon, den muss ich nur umbauen. Das ist ja der Dings der Bomster da. Der im End steht. Da habe ich Quecksilber. Quecksilber, Quarz und die Scherben. Da muss ich nur noch die Runen. Nö, das ist kein Ritual, das ist ein Altar. Die Rituale sind ja Sachen, die was machen, die mit den LP, die der Altar generiert. Scherben, Erde und Bordo. Quarz. Und den Widerstern brauche ich. Oh mein, wo habe ich den Widerstern hingegeben? Wo habe ich den wohl hingepackt? Irgendwo. Ach, da ist er. Widerstern. So. Ordo, Dings, Quarz. Das müsste ich eigentlich alles haben. Okay. Ja, oh mein. Wie war das jetzt? Da das. Okay. And his name is John C. Ordo Terra. So, ja. Jetzt brauche ich Terra, Ordo, Tutamen und Cognition. Terra. Oh, ich glaube, ich habe zu wenig Ordo. Ich habe nur 8 Ordo, das ist zu wenig. Gutsche gezuckte. Hallihallöchen. Bei mir ist alles supi. Bei dir? Und was hat gesagt, Tutamen? Also Ordo brauche ich ein bisschen mehr. Wie viel Cognitio habe ich da? 42. Wie viel brauche ich? 10. Okay. Das heißt, ich brauche noch Ordo. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Ordo mit. Habe ich da nicht noch irgendwo Ordo-Essenzen vielleicht? Obwohl, Essenzen, ich habe... Warte mal, ich muss in den Knast. Was ist denn aufgeführt? Da kann ich die Wegpunkte inzwischen löschen. Die brauche ich auch nicht mehr. Remove. Danke für dein Follow. Wo ist denn viel Ordo drin? Im Blei, oder? Oder ist auch... Warte mal. Was? Kinder besuchen? Ich habe schon ein Gefühl, dass es wieder in eine Richtung geht. Blei. Was ist das? Aluminium? Doch, ist doch. Ne, ist das Stahl? Keine Ahnung. Silizium. In Silizium ist Ordo drin? Echt jetzt? Silizium. Sensus Ignis Ordo. Cool. Soll ich jetzt
das gerade das erste Mal, dass ein Silizium-Ordo drin ist. Okay. Mein Sensus-Glas ist eh ziemlich leer. Ignis? Ignis habe ich voll. Naja, das macht nichts. Nochmal neues Ignis-Glas. Ist das voll? Nein, ist nicht ganz voll, aber fast. Da sind wie viel drin? Eins von jedem. Ja, nehmen wir ganzes, was soll's. Ich gleich ein neues Glas. Aha. Ist schon wieder das letzte, Mistding. Konzertonsonaubeogradu. Wo hatten sie denn? Was für ein langer Name. Hallihallöchen, danke für dein Follow. Hey, da, 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 da. Hey, hey, wie viel Ordo brauche ich dafür? 25 Ordo. Okay. Ich kann schon mal den Stern drauflegen. Da kommst du weiter. Was macht denn meine Big, meine Riesenaura? Wird die langsam? Weißt du, ich schmeißt immer noch Holzkohle rein, ja. Wow! Ignis und Ordo ist fast auf 1000 hoch, Wahnsinn. Brauche ich wirklich nur noch Ehr und Perditio dann. Oh, das schaut schon so episch aus, holy moly. Tausend reicht mir, glaube ich, mehr brauche ich nicht. Die Frage ist dann, soll ich die tainten oder soll ich bis zu den Bienen warten, mit denen ich die so reinigen kann? Wird noch dauern, bis ich die Bienen habe. Okay, fangen wir mal an. Also, was wolltest du mit dieser großen Note überhaupt machen? Energetisch, ich meine, prinzipiell ist es episch, so eine Riesennote zu haben, weil zum Stab aufladen ist das ein Hit. Aber die hier werde ich energetisieren, das heißt, du packst die auf einen Stabilisierer drauf und gibst so einen Transducer oben drüber, schaltest das Ding an, dann wird die Ding energetisiert, das heißt, du machst sie, der Wert geht einmal auf den Wurzelwert runter, das heißt von 1024 dann runter auf 36 oder irgend sowas. Und dann gibt die dieses Vis Pro Tick ab. Dann kannst du da so Energiestrahlen durch die Gegend schießen, mit denen du magische Maschinen betreiben kannst. Zum Beispiel den Stabfokus-Verzauberungstisch. Der braucht dafür 10 TVs. So, haben wir alles? Wird man noch die Dinger runterlegen und ich brauche noch Blöcke dafür. Weil ich Sack noch immer keine Distel hier habe. Habe ich noch Blöcke irgendwo? Ich habe hier keine Blöcke, dann nehme halt das hier, das tut's auch. So. Da sehe ich alles. Okay, fangen wir an.
Hallo Rocco! Ja, zuerst ein Item gehen rein. Bisher ist noch nichts geploppt, das ist schön. Keine Instabilität, cool. Wie kommst du an deinen Mana und kannst du das mal zeigen? Ja klar, mach ich. Bring nur noch alles nach Hause. Chip. Gehen wir da mal gleich den Fokus drauf. Warding. Der schaut schick aus. Da müsste noch Ordo drin sein. Füllen wir den wieder auf. Terra gehen wir weg. Ognitio. Tutamen. Die Blöcke brauche ich nicht mehr. So. Meine Mana-Produktion ist ganz gewieft. Die ist nämlich kostenlos. Ist ein bisschen aufwendig, aber dafür kostet es nichts. Ich habe da oben so ein kleines Dingsilein mit lauter Thorncraft-Kesseln. Und von da oben schmeiße ich da kontinuierlich Bruchstein oben rein, den ich unten in meinem Keller mit einem Cobblestone-Generator produziere. Was hat das jetzt für einen Effekt? Diese Kessel, die hier drin sind, kochen permanent über mit Flux. Oder, boah, ne, eigentlich Flux. Paint, wie auch immer, wie du es nennen willst. Und darunter habe ich Mana-Disteln. Die generieren aus dem Flux, der oben produziert wird, generieren die Mana und der schießt es mir dann darunter. Das heißt, komplett kostenloses Mana. Die schicke ich mal nach Hause, weil die waren jetzt fehlerhaft. Guti. Und außerdem, wenn ich noch beim Bienenzüchten bin, kann ich da alle möglichen Drohnen, die ich nicht mehr brauche, da reinschmeißen. Die frisst mir die dann auf und produziert auch Mana draus. Aber das Ding ist eh schon wieder voll. Alle meine Mana-Becken sind voll. Ja, okay. Das wird jetzt das nächste sein, die Mana-Verteilung. Weil erstens einmal wird das Elfenportal noch nicht automatisch betrieben. Das möchte ich noch machen. Dass das Mana runterplatziert. Das transportiere ich momentan alles mit einem Tablett nach unten, was ein bisschen lästig ist. Das wird jetzt als nächstes automatisiert. Brauche ich eigentlich nur noch ein paar zusätzliche Mana-Spreader. Wieso habe ich das schon wieder da reingeschmissen? Oh Gott. Wie komme ich hier rein? Gehen wir doch das Quecksilber rein, das passt hier besser. Okay, so und jetzt testen wir diesen neuen Stabfokus, den ich hier habe. Den teste ich bei meiner Meteorstation. Nehmen wir jetzt einfach mal einen gechiselten Lapisblock. Den zum Beispiel. Dann nehme ich mal jede Menge Stein mit. Ups. Und schauen wir, ob das funktioniert. Hat den Zauberstab da? Ja. Setzen wir den gleich drüber hin. Upp, da habe ich ein Erz verpasst. Okay. Ja, immer noch Minecraft. Die Abstimmung war, dass ich weiter Minecraft spielen soll, also habe ich heute nicht Spiel gewechselt. Hätte ich nicht gewusst, was ich sonst spielen soll. Hab weder Lust auf Isaac noch auf Ozu. So. Dann war es doch eine gute Idee, auf uns zu hören. So, da bin ich jetzt gespannt, was da passiert. Wenn ich den jetzt warde. Okay, der ist jetzt gewardet. Der sollte jetzt absolut unzerstörbar sein. Ja, der ist auch mit Pickaxe unzerstörbar. Jetzt bin ich gespannt, wenn da jetzt der Meteor einschlägt, ob der den Stein ruiniert oder nicht. Weil dann brauche ich das nämlich nicht permanent neu bauen. Dann mache ich mal da unten ein Schild mit gewordetem Glas oder so. Und der Meteor schlägt immer in diesem einen Block durch. Ich hoffe, habe ich den jetzt richtig platziert? Ich wahrscheinlich nicht, oder? Der muss ja schon genau zentrisch über den Block sein. Machen wir uns nochmal einen Wegpunkt hin. Der gehört genau hier hin. So. Ja, bin einen Block daneben. Na gut. Dann tun wir den wieder entwarden. Und daher. Jetzt müsste das stimmen, oder? Ja, warden. Okay. Creeper. Das ist Creeper.
Das ist ein Creeper-Kopf, okay. Jetzt wäre es natürlich cool zu wissen, wie hoch die Explosion runtergeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Höhe ein Schild baue, wird von dem Schild was ruiniert. Entweder baue ich dann ein Glasdach mit gewordetem Glas drüber. Ich habe gerade mal die Floating Thermalily gebaut und den Betrieb genommen. Thermalily mag ich nicht besonders wegen dem Cooldown, das sie hat. Das heißt, während dem Cooldown, das sie hat, darf dann nirgendwo Lava drumherum sein. Sonst verlängerst du das Cooldown nochmal und es produziert nichts. Das heißt, das Ding frisst wahnsinnig viel Lava, ohne Mana zu produzieren. Zumindest im Expert-Modus ist das so, in der Welt meiner Mom, die nicht Expert-Modus spielt, da kann ruhig nebenbei das Lava sein, das ist irgendwie wurscht. Aber bei dem, das ich da habe, wäre das doof. Das muss man dann immer immer manuell das Lava reinfüllen oder halt mit Timer, das ist genauso doof. So, nehmen wir mal den Stabfokus um auf das hier. Also die Thermalilie mag ich nicht besonders. Block ist genau über dem Zentrum. Jetzt schauen wir, was passiert. Das interessiert mich jetzt. Nehmen wir nochmal so einen Eisen-Meteor. Oder nehmen wir mal wieder einen Diamanten. Nehmen wir mal wieder einen Diamanten. Das heißt, einen Dia. Das gehen wir gleich weg. Kann ich weggehen? So, wir wollten den Aktivierungsstein. Da ist er. Wenn das jetzt funktioniert, dann kann ich, brauche ich den Schutzschild nicht jedes Mal neu bauen. Wäre echt praktisch. Die hier drauf. So, wo schlägt er ein? Einschlagen sollte einschlagen, tut er hier. Der Schild wurde nicht beschädigt. Brian Musky, danke für dein Follow. Willkommen im Stream. Irgendwas geschrieben? Nein. So, jetzt schauen wir mal, ob da der Stein überlebt hat oder ob der ruiniert ist. Müsste irgendwo da drin sein. Ha! Er ist noch da! Cool! Sehr nice. Und ich kann ihn auch nicht zerhauen. Super! Also der Stabfokus funktioniert. Das gefällt mir gut. Ganzen Zinnober, ich habe keinen Plan. Zinnober brauche ich eigentlich nicht, den Ember nehme ich gerne und die Dias sind auch nett, aber ansonsten brauche ich von den Meteoriten nichts. Kannst du mir mal kurz bei den Tinkers Constructs Werkzeugen helfen? Ja, yeah, was brauchst du denn? Was können die beiden Äxte? Einmal die Holzfäller-Axt und dann die Streitaxt.
Also die Holzfällerachse ist ganz praktisch, weil du hast nur einen Stamm ab und der reißt den ganzen Baum ab. Das ist zum Holzfällen gedacht. Die Streitachse ist eine Waffe, die halt Flächenschaden macht, glaube ich, oder? Okay. Brauche ich aber nicht. Ich baue als Waffe immer den Cleaver. Keine Tierprobleme mehr? Überhaupt keine? Nö. Eigentlich nichts. Nachdem ich jetzt die Turbine am Netz habe und wie bescheuert Erze fördere, habe ich eigentlich alles in rauen Mengen. Das heißt, als nächstes kommt jetzt das ME-System dran. Die Stromversorgung sollte jetzt absolut kein Problem mehr sein. Die Steine bekommt man nicht mehr kaputt, auch nicht mehr mit einer... Nö! Die kriegt man nur mit genau diesem Zauberstab wieder frei. Ich kann da mit draufhauen, womit ich will. Das geht nicht kaputt. Man sieht auch diesen netten Lichteffekt da. Kriegt man nicht mehr kaputt. Kriegt nur ich mit meinem Fokus. Sollte es zumindest so sein. Dann als Admin, wenn das irgendein Spieler macht mit einem Admin, geht das dann wahrscheinlich schon. Habe ich jetzt noch nicht ganz ausprobiert. Weiß gar nicht, wie ich das ausprobieren soll. Aber ich war mir eben nicht sicher, ob der Meteor den Block killt oder nicht, oder dieser andere. Wenn sie auch so einen Stab haben. Okay. Das ist gut. Weil nicht, dass man irgendeinen Scherzkeks dann die ganze Serverwelt sichert und man kann hier nichts mehr bauen. Na gut, dann kann ich diesen Dings hier da auch endlich abreißen. Braucht immer nicht mehr. Oh, Taschen voll. Ja, schwebt da nur noch ein Block in der Luft, mache ich sogar. Hübscher Block noch dazu. Das ist der einzige Schutz vor dem Meteor. Ein bisschen unwohl ist mir schon dabei. Vielleicht sollte ich da noch ein bisschen mehr machen. Ja, oh, Dings. Schoko will es wieder wissen. Ich mache auch mal wieder mit. Hüps. Wir sind immer noch auf Platz 1. Ich zähle ja nicht. Meine Dings, ich zähle ja nicht. Also ich kann da in der Liste drin sehen. Gut, gut, gut. Bin gespannt, wann da Jellorium liegen bleibt. Wenn ich so viel produziere, dass es unten in den Reaktor nicht mehr reinpasst. Uah! Ich glaube, ich kann langsam mein Bienenlager fertig machen. Oder mal einen. Hups. Milti will, dass ich verliere. Nö, gar nicht wahr. Was? Einen zu wenig noch? Okay. Yay, mein Bienenlager ist fertig. Mal abgesehen von den Kisten. Oh, schaut episch aus. Bleibt noch jede Menge über. Spät haben wir es 12:30. Mal Schluss. Ganz nett, wenn man nicht allein auf dem Server ist gegen Langfinger.
Naja, das würde ich sowieso offen. Ich werde sowieso einen World Guard auf den Server geben. Das ist sowieso Pflicht. Oh, wird gar nicht diskutiert. So. Den Stabfokus kann ich abhakeln. Verzauberungsbücher, das kann ich noch machen. Schauen wir mal, was jetzt die Batterie sagt. Wird mehr. Das Ding läuft. Ich habe da einen Atomreaktor, habe ich am Netz momentan. Die Dingsy, Checkliste, meint er. Könnte man noch mehr Massefabrikatoren machen, oder? Was sagt denn das Fass da hinten? Ist das voll oder nicht? Das ist überraschend unvoll. Bräuchte da bei den bräuchte mehr. Ja, das Ding läuft leer. Ich brauche da mehr Upgrades drin. Was? World Guard, das ist ein Plugin, damit kannst du Grundstücke sichern und Rechte vergeben. Das ist eigentlich Pflicht auf einem Server. Habe ich noch Upgrades? Ich glaube, ich habe keine Upgrades mehr. Wie viel bräuchte ich denn? 12. 12 Upgrades. Nö, gibt keinen besseren Recycler, du kannst es nur noch beschleunigen. Recycler ist der einzige. Ja. Yep. Industrial Craft. Du kannst mehr Speed-Upgrades reinbauen. Das werde ich jetzt vielleicht noch. Warum ist die Kiste da offen? War Hero Brancher wieder da? Oder wo könnte ich mal kurz Upgrades klauen? Wo brauche ich es nicht so unbedingt? Ich könnte jetzt eigentlich bei den Metal-Formern da unten weniger machen. Warte mal. Wie viel habe ich da drin? 12 brauche ich, das heißt, ich müsste da 6 rausnehmen und da unten 6 rausnehmen. Womit du dein Areal vergibst, ist dasselbe das Plugin, wie du sagst. Ist. Ja, so wie am DMMP-Server. Am DMMP-Server werden ja auch so Grundstücke definiert und Rechte vergeben. Das ist der Standardmod eigentlich für solche Server. So, überall ein Upgrade mehr, dann müsste das reichen. Ja, ist schon voll. Okay. Was? Wie falsch. Es müsste auch mit dem hier gehen, oder? Claim Chunks. Es ist kein Mod, das ist ein Plugin. Braucht man nur im Server geben. Es hat, ist kein Mod. Also das muss, müssen, die User müssen es nicht installieren. Ich bin der... Okay. Hallo. Ja, aber damit können die User Chunks claimen und nicht der Admin. Deswegen. Da kann ja jeder User einen freien Chunk claimen, das möchte ich auch nicht. Damit kann auch viel getrollt werden. Nein, ich möchte, dass kein User irgendwie Rechte hat, außer ich stelle ihnen ein Grundstück zur Verfügung, weil sonst wird es chaotisch. Das sieht man auf diesen ganzen freien Servern, wo sich die User Chunks claimen können, weil die claimen dann die Chunks so, dass sie anderen Usern möglichst viel ans Bein pissen. Mauern sie ein oder bauen ihren Zugang zu ihren Minen zu. Doch, doch, produziert wert genug Kobel, siehst du? Es bleibt immer voll. Das ist auch voll. Oder claimen die komplette Map überhalb von, was weiß ich, Höhe 60 und dann kann niemand mehr was bauen. Nein, das gilt. Ja, dann hast du Pech gehabt, Schoko. Mir egal, ehrlich gesagt. Chunks claimen ist scheiße. Unten rechts, die sind alle gleich viel voll. Du meinst die hier? Die sind... Moment.
Berim. Das Ding leer? Oh, das Fass ist leer. Wo geht mein ganzer Kobbel momentan hin? Ja, was ich... Ah, weiß schon warum. Weil ich momentan mehr produziere, als ich brauche. Das Fass läuft immer noch permanent voll. Also sobald das Fass wieder voll ist, wird da wieder genug Kobbel drin sein. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Kann ruhig so bleiben. Ich habe da hinten ein Fass für das Scrap, damit ich das gleichmäßig verteilen kann. Und ja, das reicht. Bald das Fass voll ist, hören die wieder auf zum Produzieren und dann fressen die auch kein Kobbel mehr. Das reicht. Nö, Scrapboxen bringen nichts. Bei Scrapboxen verschmeißt du Rohstoffe und Strom, das ist sinnlos. Brauchst du da auch noch einen Autocrafter, der nochmal Strom frisst, das bringt überhaupt nichts. Scrapboxen mache ich nicht. Das ist idiotisch. Was ist Scrapboxen? Ja, du kannst den Scrap, den ich hier zum Betreiben des Materiegenerators benutze, zu Scrapboxen zusammentun. Da brauchst du 9 Scrap. Warte mal. Weil Anzüge awesome sind! Wuhuhuhu. So, zurück zum Thema. Du kannst aus 9 Scrap eine Scrapbox machen. Eine Scrapbox bringt aber nur 8-mal so viel wie der Scrap. Das heißt, du verschmeißt jedes Mal, wenn du eine Scrapbox machst, einen Scrap kostenlos weg. Das ist blödsinnig. Also, wenn man nur Scrap, wenn ich 9 Scrap reinschmeiße, kriege ich 45.000 Amplifier. Wenn ich aus den 9 Scrap zuerst eine Scrapbox mache, kriege ich nur 40.000 Amplifier und das ist blödsinnig. Du musst zwar mehrere Items durch die Gegend schleusen, also das Rohrleitungssystem wird aufwendiger, aber von der Rohstoff- und Stromverbrauch ist es wesentlich besser. Vielleicht ist auch das der Gedanke, dass wenn du es besser haben willst, mehr Leitungen brauchst. Das könnte durchaus realistisch sein. So, schauen wir mal in den Reaktorraum. Da muss ich dann auch noch einen schönen Zugang bauen, der unter den Turbinen durchführt. So, was haben wir in der Zuführung? In der Zuführung sind schon 47 Barren Gelorium. Okay, funktioniert tadellos. Habe ich noch genug Sand? Das ist jetzt gar nicht. Oh, kontrollieren wir da nochmal alles. Der läuft bei. Oh. Was ich da gebaut habe, ist sehr unspezifisch. Wo genau meinst du jetzt? Ich habe hier einen Big Reactor, der mir Dampf produziert. Der Dampf treibt diese Turbine an, die mir momentan 24.000 RF pro Tick produziert. Mit diesem Strom betreibe ich zum einen da unten den Materiegenerator, der mir Iridium-Erz herstellt, mit dem ich jetzt demnächst mal mein... Jetzt nur einen Compacting Drawer. Stimmt, Compacting Drawer würde auch funktionieren. Und außerdem betreibt mir der Strom noch diesen Bergbaulaser, der mir hier Jellorium generiert. Und ich produziere momentan mehr Jellorium, als ich verbrauche. Das ist sehr schön. Das heißt, das Ding ist selbsterhaltend. Ah, wie schaut mit Iridium-Erz aus? 37. Ich näher mich dem ME-System. Das heißt, jetzt könnte ich eigentlich anfangen, das andere Zeug fürs ME-System zu bauen. Da brauche ich jetzt... Energy Acceptor, das Ding brauche ich. Ich brauche dieses Certus Quartz Wrench. Da brauche ich galgadorisches Metall. Da brauche ich was? Da brauche ich das hier. Da brauche ich das hier. Da brauche ich... Menge Dia-Blöcke. Boah, das ist schon wieder so kompliziert zum Craften. Sonarium, da brauche ich... Was ist das denn? Aha! Jetzt kann ich anfangen, diese Barren zu bauen. Okay. Ich brauche 4 Sonarium. Nein, ich brauche 8. Das heißt, ich brauche 8x8 sind 64 Irradiant von dem hier. Okay, das heißt, ich muss jetzt die Autoverarbeitung vom Uran abdrehen. Machen wir das einmal. Du bist... Oh, wie mache ich das jetzt? Wie nehme ich da jetzt den Filter raus, ohne jetzt da gleichzeitig alles reinzuschütten? Warte mal. Machen wir das einfach so, das ist am einfachsten. So, da keine Automatik mehr drauf.
Stimme auf Disable. Oder ich könnte es zumindest auf Extract stellen. Stell mal das auf Extract auf Schwarz. Always active, okay. Weil ab sofort brauche ich das Uranerz. 10 habe ich ja schon. Wie viele brauche ich insgesamt? 64 habe ich gesagt. Das brauche ich zweimal. Ich brauche das 8-mal. Das heißt, ich brauche 8-mal 1864. Ja. Und dann brauche ich das noch. Molekulartransformer. Molekular. Was ist das der? Aha, Advanced Solar Panels. Ach du Schande. MT-Core. Hm, ist das? Okay, das geht wieder. Ich brauche noch mehr Iridium, okay. Oh, da braucht man wieder 1000 Sachen dafür. Na gut. Das ja, ich habe mein erstes Werkzeug aufgewertet. Yay! Kann man auf den Bolts mehrmals Auto... Ja, kannst du. Ich habe auf meinen Bolts habe ich Auto-Repair dreimal drauf, damit das schneller geht. Kannst du stacken, so hoch du willst. Beatbox, hallöchen, danke für den Follow. Das schafft er heute. Nee, das werde ich heute nicht mehr schaffen. Das sind noch so viele Maschinen, die man dafür braucht. Transformer brauche ich, diesen MT-Core, Advanced Machine Casings. Brr. Jetzt brauche ich als erstes... auf dein Klemmbrett. Ja. Molekulartransformer. Was kann ich denn da jetzt schon wegnehmen? Hallöchen Chrissy! Das gehen wir mal wieder weg, den machen wir jetzt noch größer. Opferalter. Umbauen. Baumkrabbeln, den Dämonenstadt habe ich noch immer nicht gemacht. Den kann ich löschen jetzt. Den habe ich erledigt. Die Turbine. Was kann ich auf den Bo geben, damit ich... Gar nichts mehr, der hat schon maximale Geschwindigkeit. Theoretisch könntest du noch Redstone drauf geben, aber das sollte eigentlich gar nichts mehr drauf geben. Also die Drawspeed sollte schon Maximum sein. Wenn du Signalon benutzt hast. Wenn du es nicht Signalon benutzt hast, dann kannst du... Müsstest du noch mehr Geschwindigkeit drauf geben. So. Demolekular Transformer brauche ich. Holy moly, was ist los? Warum mit Anzug? Aber Minecraft sagt mir übelst nice. Dankeschön. Levi, hallöchen. Devi, du armes. Dankeschön. Bank hier bin ich zwar keiner, aber danke. Galgadorisches Metall. Und Desertus French. Okay. Das sind die Ziele für die Zukunft. Draw Speed ist bei dir 5,6. Ist bei mir 0,25. Hä? Hast du den genauso gebaut? Ich habe eine Viertelsekunde Draw Speed. Hast du da irgendwas anders gebaut? Kann eigentlich nicht sein. Hallöchen, Levias. Jo. Und weil Gott weiß Gott, was dran ist. Ja, Anzüge sind awesome! Juhu! Wie gehen wir denn jetzt weiter? Also, den Einser kann ich wieder löschen. Den brauche ich mir nicht mehr. Hab nur das Binding aus Pokephenium. Ja, interessant. Dann sind deine Werte wahrscheinlich anders. Was hast denn du standardmäßig? Warte mal, ich schau mal bei Signalum. Wenn ich das Signalum eingebe, die Crossbow Limp hat der standardmäßig Draw Speed 0,15. Ist das bei dir anders? Das ist ja das Geile an Signalum. Danke für den Follow, David. Ich könnte jetzt noch ein... Hab mir zu viel Mühe auf diesen Follow-Knopf gekriegt und du regierst mich... Was? Warte, was? Don Jairus Joe. Warte mal. Hab ich dich überlesen? Nö. Ich sehe nichts von dir. Entschuldigung. David? Na, der, wo war er? David Ormes, da. Dem habe ich Hallöchen gesagt. Von dir habe ich bisher noch nichts. Und
Okay, dann sind unsere Mods unterschiedlich. Du musst dir selber schauen, wie du mit dem Jawspeed drauf bist. Du kannst natürlich Redstone draufgeben, also mir bleiben... Ich habe da sinnlose Mods draufgeben, einfach weil ich so viele noch hatte. Braucht da weder Knockback drauf, noch braucht da Quartz drauf sein. Also du kannst da Redstone draufgeben, dass das Ding schneller wird. Oder du schaust, welche anderen Bogenarme mehr Geschwindigkeit geben. Hast du schon mal einfach so bei IKEA gechillt? Mach eigentlich nicht. Wie ich meine Wohnung eingerichtet habe, war ich fast habe ich fast bei IKEA gelebt, aber sonst? Nein, eigentlich nicht bei IKEA, da war ich eher beim Lutz, beim XXX Lutz. Eigentlich, ich glaube 90% von meinen Möbeln sind vom Lutz. Okay. Die Verzauberungsbücher könnte ich noch machen. So, da brauche ich jetzt Bibliocraft, oder? Ja. So, Printing Press brauche ich da. Da brauche ich wieder so eine Stahlplatte. Und ich brauche jede Menge Taumium. Müsste ich eigentlich haben. Iron Casing, 3 Taumiumblöcke und eine Eisenplatte. Wieder diese Eisenplatte. Nee. Also ich brauche die Rolling Machine wieder. Pack mal die wieder dahin oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Machen wir aber. Eine Fassade, ein Stromkabel. Und packen wir das halt mal dahin. Komm, geh auf. Okay. Eine Eisen war das jetzt, oder? Habe ich jetzt Eisen oder Stahl gesagt? Eisen. Warte mal, habe ich da nicht so vielleicht sogar noch eine? Nö. Wieso habe ich da. Achso, das ist jetzt jemand. Wie mir ein Bart wachsen lassen, sonst wächst keiner. Es mag absurd klingen, aber eine gute Möglichkeit ist, um stärkeren Bartwuchs zu bekommen, ist, dich sehr regelmäßig zu rasieren. Damit wird der Bartwuchs angeregt. Also, wenn du am Anfang nur Babyflaum hast, schön rasieren, dann geht das gut. Nur Flusen. Hier wollte ich noch Eisen Casings, das heißt nochmal ein Eisen. Ein Eisen, die anderen drei kann ich weggeben. Eine Eisenplatte. So, das kann weg. Was ist noch? Taumium, habe ich jetzt gesagt. Ich brauche 3 Taumiumblöcke. Das ist. Habe ich noch so viel Taumium? Hey, du bist doch der auch Osu gestreamt hat. Jupp, stimmt. Hin und wieder spiele ich gerne Osu. Taumium. Irgendwo hatte ich noch Taumium. Ich glaube nicht, dass ich schon alles verbaut habe. Da ist keins. Na gut, machen wir wieder Taumium. Ich habe sehr wenig Dings davon. Okay. 27. Habe ich noch Mana-Stein vielleicht? Da haben wir noch ein bisschen was, aber egal. Machen wir aus denen Taumium. Stahl ins Mana-Becken. Meine Freundin hat mein erstes Barter abgebrannt. Okay. Das ist nicht so produktiv, weil du damit die Wurzeln ruinierst. Genau. Und dann wächst da gar nichts mehr. Also ich ähnlich da funktioniert Problem, ja auch dieses Laserprinzip, was gerne angewendet wird, damit halt beispielsweise die Frauen keine Haare mehr unter den Achseln wachsen oder ja, unter bei den Beinhaaren. Ach ja, da hatte ich noch Goldtransformation drin. Ich hab da eh so ein paar kahle Flecken bei meinem Bart, deswegen stutze ich die immer relativ stark, dann sieht man das nicht so. So. Taumium. Wie viel Präkantatio habe ich noch genug? Ja, wird aber eng. Da hätte ich jetzt den Mana Infused verbrutzeln können. Taumium, schauen wir mal, ob es reicht. 27 mal 4 sind, das wird nicht reichen. Nein, habe ich niemals genug. Da schon mal die Gläser wieder zurückstellen. Ein neues Ignisglas. Zensus. Wo gehört Zensus hin?
Da vielleicht? Keine Ahnung. Ist leer? Das ist leer. Okay. Und Präkantatio ist alle. Okay, dann holen wir noch den Mana-Infused Metal und schmelzen den ein, weil da ist ganz gut Dings drin. Wie heißt's? Na, Präkantatio. Es müsste hier drin sein, oder? 12 haben wir hier. Wie schauen wir jetzt eigentlich mit Gold aus? Ohohoho, Gold produziere ich jetzt reichlich. Okay. Goldtransmutation kann ich jetzt vergessen. Ich habe jetzt mehr als genug Gold. Weil dadurch, dass jetzt der Bergbaulaser auf Gelb steht, damit ich Illorium bekomme, bekomme ich auch jede Menge Gold daraus. Das ist natürlich praktisch. Ich sollte mir jetzt einen zweiten Bergbaulaser machen. Dass ich einen auf grün und einen auf gelb betreibe. Das müsste ich eigentlich alles betreiben können. Wie viel ist da drin? 3 Metallum und 1 Präkantatio. Kann ich alles reinschmeißen. Haben wir da wieder Metallum raus? Frauenbonus? Mit, ja. Also ich finde es auch, dass es Frauen auf Steam, auf Twitch leichter haben. Wenn der Stream, also auf meiner Seite leckt gar nichts. Ich droppe keine Frame. Du kannst versuchen, die Qualität ein bisschen runterzustellen. Ich müsste einen Qualitätsbutton haben. Dann wird es wahrscheinlich bei dir besser laufen. Lucrum haben wir jetzt auch Coins mehr. Ja, Präkantatio kommt schon wieder an. Oh, dann kann ich das Essenz ja auch endlich mit dem E-System machen. Auf das warte ich schon so sehr. Jetzt werde ich da zwei Netze haben oder wie machen wir das? Ich meine nur, dass das Game etwas will. Ja, das ist mein Computer, der packt das nicht ganz. Also das Streamen mit Modpack und allem drum und dran ist ein bisschen zu viel für meinen Rechner. Wenn ich ich habe gerade 20 Frames pro Sekunde, also man sieht es ein bisschen, dass es laggt, aber es geht. Müsste ich erst meine Hardware upgraden und das bin ich noch momentan nicht bereit, da wieder einen neuen Computer zu legen. Dann benutze ich immer einen Laptop, also Komponenten austauschen ist jetzt nicht so einfach. Müsste ich mir einen neuen kaufen und nein. Mein Gott, der ist jetzt schon wieder 3 Jahre alt, also das darf wohl ruckeln. Andere Möglichkeit wäre, das möchte ich unbedingt machen eigentlich. Einen zweiten Computer, den ich zum Streamen benutze, dass ich quasi mit HDMI-Ausgang auf meinem Computer spiele und mit einem HDMI-Eingang auf dem zweiten Computer dann streame. Das würde mal wahnsinnig viel Leistung sparen und ja, das war's eigentlich. Na, ist der schon wieder fertig? Ist da nichts mehr drin? Oh ja, das Metallum ist schon wieder fast voll. Nee. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Metall, um mal Eisen transmutieren, macht jetzt nicht mehr wirklich Sinn. Brauche ich irgendwas? Ich könnte ja auch ein bisschen weniger Hirni sein und meine Mana-Bohnen mal ernten. Capture Card brauchst du nicht unbedingt, ich brauche nur einen HDMI-Eingang. Ist im Prinzip eine Capture Card, ja. Gibt es aber auch als USB-Ding, also du brauchst nicht extra eine Karte dafür, einfach einen USB-Stick mit einem HDMI-Eingang. Da habe ich Oro, das ist Aurum alles, das ist Vizium, oder? Ja. Na gut, die 2 Mana-Bohnen machen jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Aber schmeißen wir die da mal rein. Und du kannst die Bildqualität noch weiter verbessern dank Streaming. Ja, das ist natürlich richtig. Aber das ist jetzt nicht meine Hauptbeschäftigung, Streamen. Ich habe meinen Beruf, das ist eigentlich nur ein Hobby. Und es ist die Frage, wie viel bin ich bereit, in ein Hobby zu investieren. Bisher war es mir nicht wert, deswegen jetzt den Computer aufzurüsten. Spielen kann ich ja problemlos. Und ich finde jetzt die Framerate auch nicht so schlecht. Ja, ich habe nicht die höchste Sichtweite, das muss man auch dazu sagen. Aber es geht.
Habt ihr schon fertig? Ah, hab schon genug. Okay. Leeren wir das wieder aus. Und stellen wir den wieder hin. So. Chromium Hammer. Müsste ich jetzt die Druckerpresse bauen können. Ah, mir ist gerade was eingefallen. Brauche ich dann für die Druckerpressenformen brauche ich auch Chromium. Na egal. Bauen wir das Ding mal. Dann schauen wir, wie viel wir brauchen. Müsste eigentlich mit einer Pressform hinkommen, oder? Ich habe ja zwei Bücher von denen. Das heißt, ich brauche nur drei. Warte mal, das müssten da unten sein, oder? Last Stand, genau. Gibt's ein Last Stand 3? Ich glaube, 2 ist das höchste, oder? Und dann werden wir mal dem Chaos Guardian einen Besuch abstatten. Last Stand 2 ist das höchste, ja. So. Taumium-Blöcke. Und brauch noch ein Blaze Rod. Was hier? Was da? Ach, das Casing fehlt noch. Ups. wo war ich? Da war ich. Schwupp, schwupp. Druckerpresse. So. Nehmen wir die mal da. Okay, Druckerpresse haben wir. Legen wir das erste Buch daher. Brauche ich 40 Level, um deine. Okay. Eine Printpress. Ja, da brauche ich jetzt nochmal so eine Ding. Warte mal, ich krieg da 3 Kopien raus, oder? Ich glaube schon. Oder 2 Kopien. Bin mir jetzt nicht sicher. Also machen wir nochmal 2 Taumium. Und 40 Level muss ich immer mitnehmen. Prekentizie. Aha, 2 Taumium noch. Raus. Eine Pilze kann man scheren, damit sie zu einer. Echt jetzt? Ich dachte, da kriegt man dann einfach Pilze raus. Oder wird sie zur normalen Kuh? Das wusste ich nicht. Das Ding ist schon. Ich habe keine Gläser mehr. Ja, ich habe keine Gläser mehr. Hilft nichts. Muss das jetzt da drin bleiben? Was soll's? Gehen wir mal wieder zu Fuß. Möchte mal wieder zu Fuß gehen. Lauf, Forest, lauf. So, eine Druckerpresse, bitteschön. Mit einer Holz. Printing Chase. So, dann brauche ich. Hier, oder? Wie ist das gegangen? Ich habe vergessen. Hier ein Tintenbeutel. Oder waren es Bücher? Ich glaube, waren es Bücher? Schon wieder nicht. Dann. Die Level habe ich nicht mitgenommen. Mist. Witzig Level. Du. So, die Druckform auf den Typewriting Table und. Oh, oder rechts? Rechts war es, okay. Druckerform gehört darin. Jo. Dann kommt die Tinte da oben drauf. Und dann legen wir da ein paar Bücher hin. Und die Druckerpresse läuft. Sehr langsam irgendwie. Erstes Buch. Oft da kriege ich jetzt 3 Bücher raus und nicht nur 2.
Ich will diese Druckerpressen halten nicht ewig, die verbrauchen sich. Zweites Buch. Drittes Buch. Und das heißt, ich habe ein Buch zu wenig. Muss ich mal nochmal machen. Okay, noch eine Dings, weil ich brauche fünf Bücher, damit ich eine aufbehalten kann und... Also ich brauche noch drei Stahl. Drei Stahl, 1, 2, 3. Neue Druckerpresse. Kann ich jede eine Verzauberung auf meine Rüstung draufgeben. Und ein Buch wieder ins Regal stellen. Na, gehst du da wohl rein? 1, 2, 3. Dann. Zwei Taumium nochmal. Oh, hoffentlich habe ich noch genug Frequentatio für die zwei Taumium. Ist es schon wieder eins? Ach du Schande. Da haben wir noch 11 drin, geht sich aus. 2 Taumium. Da ist immer noch Metallum drin und da ist noch ein bisschen. Oh, da ist eine Menge Metallum drin, oh man. So, eine Biesele Holz. Fliegen wir, geht schneller. Kaktus! Ui. So, ich spiele Minecraft immer nur ohne Mods. Für mich ist es gerade alles ein einziges Wirrwarr und Rätsel, das macht nichts. Modpack ist schon ein bisschen hart und dieses Modpack vor allem. Okay, so. Die Druckerpresse. Ich brauche nochmal 40 Levels, Mist. Okay. Also ich spiele hier mit fast 200 Mods. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es kann ein bisschen überwältigend sein, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, glaube ich sofort. Rechtsklick. Okay. Und wieder die Drucker-Dings rein. Hat der noch Tinte? Hat der noch. Der hat echt noch Tinte. Okay. Eins. Das heißt, man gibt ein Buch her, um drei Bücher rauszubekommen. Das heißt, man kann sich zwei Bücher zusätzlich generieren. Das ist doch gut. Zwei. Und drei. Okay. Ja, dann verzauber mal meine Rüstung. Ich könnte jetzt die Rüstung auch verzaubern. Gar nicht blöd eigentlich. Holen wir uns noch die anderen Helme dazu. Blödsinn. Ich sollte den Amboss einfach mitnehmen. Ich muss jetzt sowieso den XP-Tank auch leeren. Was kann der Amboss noch was? Der ist... Warte mal. Wie kaputt ist denn der schon? Slightly damaged. Mach mal einen neuen. Machen wir einen neuen Amboss. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Das Schöne an dem ist ja, wenn du den kaputten Amboss wieder einschmilzt, kriegst du genau wieder das Eisenrost, das du reingesteckt hast. Das heißt, es ist quasi ein Amboss, der sich nie abnetzt. Du musst ihn halt nur ständig neu craften. Ups, an damit. Und rein da. Deswegen brauche ich eigentlich immer den normalen Minecraft-Amboss, nicht einen von den neueren Ambossen, wie den Stahl-Amboss oder den Dunkelstahl-Amboss. Die würden zwar grundsätzlich länger halten, nur kriegst du da die Rohstoffe nicht mehr raus. Deswegen brauche ich da immer den normalen Amboss. Nehmen wir mal den Helm dazu. Kostet mich das hin, das Verzaubern da jetzt? 19, harmlos. Sollen wir noch einen Chaos Guardian machen? Interessiert mich jetzt irgendwie. Oder wäre das jetzt eine blöde Idee, wenn ich dann sterbe? So, Last Stand. Kostet es für die anderen Teile? 27. Was kostet es für den? 23.
Hose. Nur 9? Also habe ich der Hose gar nichts drauf? Nur Feuerschutz. Okay. Könnte ich noch Dornen oder so drauf geben? Last Stand. Und noch die Schülern. 14. Oh, das hat jetzt den Amboss gekillt. Oh, Mist. Na gut, egal. Haben wir jetzt ein bisschen Eisen verschwendet. Na gut, so soll sein. 5 Verzauberungen hat der ausgehalten, mehr nicht. Okay. Ich hab schwul. Oh, es ist passiert, ich hab schwul gesagt. Na gut. Okay. Ja, das ist die Strafe. You're still using gay as an insult? It's not just really insulting to gay people. It also makes you sound really immature and kind of stupid, so stop! Entschuldigung, ich sollte mir dann natürlich auch jede Menge XP mitnehmen. Auch mal eine Burg? Wie nur so zum Spaß? Nö. Warum? Warum sollte ich? Last Stand. So, dann räumen wir den Mist wieder weg. Eine Burg würde ich dann eher auf dem Server bauen. Auf dem Vanilla-Server. Haben wir eigentlich nur ein Projekt für die User gemacht zum Burgbauen, aber irgendwie hatte dann keiner mehr eine Lust. Das ist immer das Lustige am Server. Da jammern die Leute immer, dass sie nichts zu tun haben und wenn man ihnen dann ein Projekt gibt, dann wollen sie nicht. Na gut. So. Nochmal so, was hat das bei den Mana-Bohnen mit dem L und XL und so weiter aufzutun? L und XL? Was? Wie? Achso. Mana-Bohnen? Ach nee, das ist. Ach, einmal! Okay. Hat sich schon erledigt. Das soll eine 1 sein, ich hab's für ein L gehalten. Hey. Ne gut, dann versuchen wir mal den Chaos-Drachen. Nehmen wir mal jede Menge XP mit. Weil Anzüge awesome sind! Woohoo! So, nehmen wir uns mal bei 1000 XP oder so mit. Schauen wir mal, wie viel da reingeht. Hundert Erfahrungsstufen. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Schoko noch da? Ich versuche jetzt den Chaos Guardian. Haben wir alles, was ich irgendwie brauchen könnte? Ich habe Essen mit, ich habe meine Rüstung, meine Waffen mit. Nehmen wir die Waffe auch noch mit runter, nur für den Fall, dass das Ding nicht funktioniert. Und schauen wir mal, ob wir den Typen überhaupt finden. So, 10.000 Blöcke in eine Richtung fliegen. Okay. No. Bin nur Kreisel. Ah, jetzt. Joko ist noch da. Na gut. Machen wir einen neuen Wegpunkt. Aus 1 auf 10.064. Aus 1. Okay. Jupp, das ist Mistcraft. Wow, Wolken. Wolken im End, die sind wie eigenartig. Waren noch 10.000 Blöcke und nicht 1.000, oder? Ja, bei 1.000 Blöcken ist mal gar nichts. Nö, Anzüge sind nur dann unbequem, wenn sie nicht passen. Dann hast du eine falsche Größe. Oh, da ist irgendwas. Oder ist das eine Wolke?
Irgendwas ist hier. Was ist das? Hm? Nö, das ist es nicht. Kann es nicht sein. Oh, was ist das? Komisch. Echt jetzt? Okay. Ich habe nichts gesehen, es war irgendwie nichts. Oder war ich zu tief? Keine Ahnung. Ich dachte, diese Draconium-Meteore sind auf den Locations, wo der Chaos Guardian ist. Wolke. Ich habe ein Blue Yeti-Mikrofon. Platin-Ausführung, weil die gerade billiger waren zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir gekauft habe. Hat das nur, wie viel? 72 Euro gekostet? War ziemlich billig, muss ich sagen. Normalerweise kosten die um die 120. Ach, die Meteore sind random. Okay. Wieder Wolke. Ich fliege ständig gegen eine Wolke. So, halben Weg haben wir geschafft. Sollte ich jetzt eigentlich gleich einen Screenshot machen, wenn ich zu dem hinkomme, weil da fliege ich sicher nicht ein zweites Mal her für den YouTube-Link. Milti ist auf Wolke. Auf Wolke Nummer 7 bin ich schon lange vorbei. Das ist Wolke 7000 ungefähr. Noch 3 Kilometer. Upp, das jetzt schau ich mal. Wieder mal. Ach so, das ist der Kometenschweif oder so ist das. Ah, Moment mal, da sehe ich schon was. Da stehen Endermen rum. Da ist er. Was zum. Okay. Da ist definitiv Draconium. Na gut. Ach, das ist quasi so ein Kometenschweif. Der ist ja lustig. Ja, lasse ich jetzt aber. Ich will nur mal den Chaos Guardian sehen. So, 1 Kilometer noch. Fast haben wir es geschafft. Und schon 12% vom Jetpack runter. Habe ich den nicht geladen vorher? Oder habe ich schon so viel verbraucht, seit ich da losgeflogen bin? Kann sein, dass ich den warte, circa einklang, dass die Inkluft bauen, sonst leckt es zu sehr. Na, schauen wir mal. Ich fliege jetzt mal ohne Sprinten näher. Dann sollte der Weltladen eigentlich hinterherkommen, oder? Ich hoffe es. Mutter schläft, Küche laut, Hunger, blöde Kombo. aha, da sehe ich jetzt schon was. Da taucht Land auf. Okay. Die Insel ist offenbar da unten. Engel 16LVD, Hallierlöchen. Da ist ein Dungeon. Da gibt's Dungeons? Okay. Und da ist ein Enderman mit einem Schwein auf dem Kopf. Schaut lustig aus. Das ist ein Roguelike-Dungeon. Das ist ein ganz normaler Roguelike-Dungeon hier. Chaos Guardian, da ist er schon. What the fuck? Okay, ich tipp mal drauf, dass ich das killen muss. What the fuck? Ach du Scheiße! Der hat mir schon 11 runtergeschossen. Okay, ich verpiss mich.
Ach du Scheiße! Er hat mir schon 20 Level runtergeschossen. Ja, ich merk's. Okay, es war ein Versuch. Ich hau ab. Das Problem ist, wenn ich hier sterbe, wie komme ich denn dann zu meinem Grabstein hin, hey? Das wäre echt ätzend. Ach du Schande. Also ohne Last Stand wäre ich jetzt One-Hit gewesen. Gut. Haben wir das auch mal gesehen. Muss ich mal durchlesen, wie man den am besten bekämpft. Alles mit Soulbound verzaubern, das ist richtig. Das ist richtig. Bis auf die Tinkers-Dinger halt, weil die kann man nicht verzaubern. Aber zumindest den Jetpack kann ich mit Soulbound verzaubern. Na gut. Ich hätte echt gedacht... ja, na gut. Oh Gott, bin ich froh, dass ich da noch überall Last Stand draufgegeben habe. Sonst wäre ich da sehr schnell tot gewesen. Oh mein Gott. Dings da. Yeah. Ich muss mich mal einlesen, wie der funktioniert. Da gibt es sicher Tipps im Wiki oder so, wie man den am besten besiegt. Nö. Ich muss erst einmal diese Steine zerstören, die ihn regenerieren. Das wird wieder beim normalen Enderdrachen sein, schätze ich mal. Ja, aber jetzt die Verzauberungen bleiben nicht drauf. Wenn du reloggst, sind die Verzauberungen weg. Habe ich schon mal probiert. Bleiben nicht drauf. Sonst könntest du ja quasi zweimal Glück 3 drauf geben oder so. Du kannst sie zwar verzaubern, aber beim nächsten Relog sind sie wieder weg. Oder das ist inzwischen gefixt, weiß ich nicht. Also, es war mal so. Ach, die werden neu generiert. Das heißt, du musst Damage durchdrücken, oder wie? Okay. Ich muss mal... Wiki zuerst lesen. Wenn man zu langsam ist, okay. User in your channel timed out. Ciao, Uldi. Na gut. Haben wir ausprobiert einmal. Wie schnell die 20 Level weg waren, das ist irre. Da braucht man wahrscheinlich trotzdem die Draconium-Rüstung, oder? Weil die reflektiert ja die Schüsse. Jetzt ziehen wir den Helm wieder an. Ich weiß eh noch nicht, wofür ich den Chaos Guardian brauche. Also die Sachen, die ich vorhabe zu bauen, werde ich ihn wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber ich werde trotzdem ausprobieren. Der ist ziemlich Porno drauf, ja, muss ich sagen. Und ich könnte jetzt schauen, wie viel Iridium ich schon habe. Aber ich werde jetzt schlafen gehen. Es ist 2:15. Nicht mal 4 Stunden muss ich aufstehen. Das heißt, ich glaube, die Hardcanisters werden gar nichts brauchen, weil die 30 Herzchen waren binnen Sekunden weg. Also ob ich jetzt 30 Herzchen oder 40 Herzchen habe, wird keinen Unterschied machen, schätze ich mal.
Muss man da anschauen, was da noch für Verzauberungen gibt, mit die ich meine Rüstung noch aufmotzen kann. Zum Beispiel Unstable könnte ich mir praktisch vorstellen. Da gibt es ja nur... Ja, ich weiß. Jo, gute Nacht, David. Später mit dem ESSM alle Sachen autocraften können. Ja, am Craften liegt es ja jetzt momentan nicht. Nächste Schritt wird jetzt ME-System. Steht eh schon auf der Checkliste. Erstmal das galgadorische Metall herstellen. Da brauche ich eigentlich nur Diablöcke und Enderaugen, was ich jetzt gesehen habe. Warte mal. Vertus. Wo ist sie? Diese hier. Kannst du dir neue Gläser? Welche neue Gläser? Gläser? Die Gläser. Galgadorisches Dingsterbumster. Da braucht man Gastränen, Eisendings, Spinnenaugen. Okay, wie viele brauche ich denn da? Ich brauche 2 von diesen Barren. Das heißt, ich brauche 2 von diesen Klumpen. Das heißt, ich brauche 18 von denen. Das heißt, ich brauche. Nein, 9. 9 Tierblöcke und 27 von den Dingen. Das müsste ich eigentlich alles zusammenkriegen. Soundcraft G. Ach so, nee. Die Sache ist ja die, sobald ich das ME-System habe, brauche ich die Gläser nicht mehr. Sobald ich das ME-System habe, habe ich alles Essenz-Ding im ME-System. Da brauche ich keine Gläser mehr. Es zahlt sich nicht mehr aus, das jetzt zu craften. Das Galgadorische kriege ich auf jeden Fall hin. Das habe ich alles. Das Sonarium, da brauche ich jetzt einmal diesen Dings da. Molekularen Umwandler, wie das Ding heißt. Die Iridiumplatten, die. Ah, da brauche ich eh die hier. Die habe ich jetzt in Massenproduktion schon hergestellt. Da brauche ich 64. 64 werde ich aber, glaube ich, nicht haben. Ist nicht so teuer. Diablöcke habe ich jetzt mehr als genug. Wie viele Diablöcke habe ich? 72. Und wie viel brauche ich? Was habe ich jetzt gesagt? 9. Ja. Halb so wenig. Ja, Verzauberungsbücher kann ich abhaken. Die Dämonenstadt muss ich jetzt bald mal machen. Die wollte ich eigentlich heute schon wieder versuchen. Habe ich wieder gar nichts dran gemacht. Den Arbeitsaltar erweitern und den Opferaltar umbauen. Die ganzen Kapazitätsrunen da unten raus. Mehr Sacrifice-Runen rein, dass das ein bisschen schneller geht. Obwohl ich produziere momentan eh genug LP pro Sekunde. Reicht eigentlich. Aber kann es trotzdem aufbohren noch ein bisschen. Den Molekulartransformer, das wird jetzt das erste sein, was ich bauen werde. Dann kann ich galgadorisches Metall und das Sonarium herstellen. Gut, gut. Jetzt hören wir auf. Bringen wir noch den Helm weg, den ich jetzt sinnigerweise wieder mitgenommen habe. Bienchen laufen im Vollautomatikmodus. Die muss jetzt erstmal ein paar Drohnen generieren. Sobald ich da wieder genug Drohnen habe, werde ich weiter zum Kreuzen anfangen, weil da brauche ich jetzt ein paar mehr. Aber ich könnte die nächsten Kreuzungen versuchen. Ne, das mache ich dann. Was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag. Dann werde ich heute Morgen noch. Ich überlege gerade, wann ich jetzt was streame. Werde ich heute Abend noch einmal. Bringt es was, Quarz auf die Pol zu geben? Na klar, mehr Schaden. Meinen Dings habe ich 2x Quarz drauf. So, da haben wir jetzt 16 Drohnen bisher. Warte mal, wie bin ich zu denen gekommen? Das war eine Eldritch mit einer Charmed, oder? Genau, Eldritch mit Charmed. Wie viele Eldritch-Prinzessinnen habe ich? Nur 2. Wie geht's denn jetzt weiter? Supernatural. Diese Biene brauche ich. Ach so! Aha! Da brauche ich eh eine Charmed Princess mit Enchanted Drones. Das heißt, diese hier. Warte mal. Ich habe noch eine Eldritch, werde ich mal aufheben. Machen wir noch eine Charmed draus. Wie kommt man zu den Charmed noch gleich? Komm her. Das ist. Ah! Da brauche ich auch noch eine kultivierte. Sehr gut.
Habe ich noch kultivierte Prinzessinnen? Nummer eine. Das ist nicht gut. Ich bräuchte mehr kultivierte. Das heißt, ich muss mir da wieder ein paar heranzüchten. Aber ich habe noch jede Menge Commons. Kultivierte ist eine Common mit einer... Eigentlich jede mit einer Common. Die gehen. Okay, die mache ich aber nicht. Ich möchte eine Common Prinzessin und... Warte mal, war das jetzt eine Marsh? Nein, das war eine Tropical. Mit einer Meadowsdrone zum Beispiel. Eine Common Princess mit einer Meadowsdrone. Common Princess mit einer Meadowsdrone. Drone. Habe ich schon wieder Drone? Ich habe schon wieder Drone Akzent. Eine Common Princess mit einer Meadowsdrone. Die müssten sich eh automatisch füllen. Die noch nicht. Das ist ein Problem noch. Die Mutatoren muss ich noch automatisch mit Enderaugen füllen. Das muss ich jetzt wahrscheinlich noch 5 Transvektor-Interfaces bauen und das von unten befüllen. Wie gesagt, an die Blöcke komme ich sonst nicht dran, ohne mit Außenleitungen dran. Und das wollte ich eigentlich auch automatisch füllen lassen mit Hebel. Könnten jetzt eigentlich noch mehr Common-Drohnen züchten. Was habe ich denn da noch? Da habe ich noch 4 Meadows und 5 Forest. Was haben wir oben noch? Im Eingangslager? Wintry Queens. Was kann ich mit denen machen? Kann ich mit denen irgendwie auf Common? Das mache ich aber nicht. Ich habe auch Wintry Queens. Habe ich da irgendwo eine Prinzessin? Da, mit einer Marshy-Drohne. Okay, Wintry Princess mit Marshy-Drohne zum Beispiel. Oder... Wintry mit Forest-Drohne. Achso, Mary Queen. Was denn? Upsi. Es gibt so viele Bienen, das ist irre. Da verliert er echt den Überblick, man weiß nicht mehr, wo man hin muss. Okay, ich mache jetzt trotzdem Schluss. Die Uhrzeit ist spät genug. Da haben wir noch alles weg. Hier wieder niemand an, den ich hosten kann wahrscheinlich um diese Uhrzeit. Nee, gut. Machen wir Schluss. Und jetzt werde ich direkt mal den Computer neu starten. Oder soll ich mal sogar runterfahren? Normalerweise schlafe ich immer mit dem Stream ein, das heißt, mein PC rennt mehr oder weniger fast den ganzen Tag durch. Das kann ich löschen. Oh, das Highlight von Toms Dings. Das Highlight habe ich schon gemacht, muss nur noch ein Thumbnail dafür machen. Komme ich noch nicht dazu. Weiß noch nicht, wann ich da Zeit dafür habe. Am Wochenende vielleicht. So. Kann ich noch Opera starten? Opera geht noch. Okay. Oh, jetzt sehe ich natürlich den Chat überhaupt nicht mehr, weil das Chatfenster funktioniert hier nicht mehr. Vielleicht, wenn ich das neu lade. Nee, das mag gar nicht mehr. Gehen wir dann nochmal aufs Dashboard vielleicht. Geht das hier? Ja, da geht's. Okay. Na schön. Freut mich, dass wieder so viele Zuseher geworden sind. 21 jetzt. Nice. Gefällt mir. Oh, Wild hostet streamt gerade. Ich werde Wild hosten. Ich mag Wild. Nee, Schoko streamt gerade nicht. Baut er immer noch an seiner Enterprise rum, was ich noch immer nicht verstehe. Der spielt No Man's Sky, okay. Nicht unbedingt mein Spiel, aber ich mag den Streamer, mag ich. Will ich sonst irgendjemanden hosten? Was spielt der denn da? Na gut, dann gute Nacht allerseits. Ciao.